Gentleman in Suchenland. Ich mache Musik. Wie schafft man das bei so einer Temperatur auf der Bühne durchzuhalten? Ja, also ich glaube, der Schlüssel ist, sich zu sagen, ich muss gar nicht durchhalten. Weißt du, wenn ich jetzt umfalle, dann falle ich um. Und ein Ventilator auf der Bühne. Der hat geholfen. Okay. Der Ventilator war schon gut. Und die Leute geben einem natürlich viel Energie. Und die Show war nur 45 Minuten. Also es ging. Aber es ist wirklich extrem. Ich habe ja auch die Leute gefragt, wie macht ihr das den ganzen Tag? Ja, genau. Also es war eine schönen Latschenkieferaufguss machen können. Aber hallo, ne? Hat dir das Publikum gefallen? Hat Spaß gemacht? Ja, ja, schön. Was ist für dich nachhaltig? Was verstehst du darunter? Naja, ich glaube, es geht einfach darum, sich so ein bisschen umzugucken und an jeden Platz, an dem ich komme, den noch auch so vorfinden zu wollen, wenn ich ihn verlassen habe. Okay, ist diese ich glaube aber schon, es hat so ein Umdenken stattgefunden. Es wird immer mehr Thema. Ich habe einen 12-jährigen Sohn und wir können im Rhein mittlerweile wieder schwimmen gehen. Der Wald freut sich auch wieder der Gesundheit und die Luft ist auch besser geworden. Es gibt natürlich immer welche, es gibt immer schwarze Schafe wie China, so, ja, die das Kyoto-Abkommen nicht joinen, so, aber trotzdem glaube ich, dass so ein Umdenken stattgefunden hat. Woher kommt dieses Umdenken? Na, es muss immer erstmal knallen und natürlich auch durch Menschen wie euch und durch eine Medienpräsenz und durch ein Wachrütteln, durch Gespräche mit diesen und einfach zu sehen, okay, wenn wir jetzt so weitermachen, dann war das jetzt irgendwann mit diesem schönen Planeten. Und es ist immer noch zu wenig, es wird immer noch mehr getan werden. Aber ich glaube, wir gehen in die richtige Richtung. Diese ganze Reggae-Kultur, also ich habe immer das Gefühl, sie sind extrem naturverbunden. Also schon irgendwie mehr als andere Musikrichtungen, als andere Lebensstile. Aber es gibt solche und solche. Also, ja, okay. Ich kann nie irgendwas pauschalisieren. Ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie Reggae sind naturverbunden. Ja, aber wenn du auf Rasta ansprichst oder auf Roots Reggae und die Culture so, das ist schon irgendwie eine Philosophie oder eine Bewegung, die sich damit auseinandersetzt, mit sich selbst und mit der Natur im Einklang zu sein. Und einfach bewusst zu leben. Ich glaube, das ist das Stichwort, bewusst zu sein. So, und auch dankbar zu sein, an so einem Ort existieren zu dürfen. Und das ist das, was bei Rasta, bei Roots Reggae ganz groß geschrieben hat. Also wenn du jetzt auf der Bühne stehst, denkst du, du hast eine Position, in der du so eine Geschichte eben ansprechen möchtest, oder sagst du eben auch, die Bühne ist, da ist Musik und da gehören so eine Themen vielleicht gar nicht hin? Also oder? Nee, ich finde schon, dass Musik mehr als Entertainment ist. Ich habe eine gewisse Verantwortung und ich kann Sachen anstoßen und ich kann Denkanstöße geben. Und dessen bin ich mir absolut bewusst. Also du kannst irgendwie die tiefste Message der Welt haben, wenn du nicht eine Melodie dazu hast, dann hört dir keiner zu. Deswegen steht die Melodie im Vordergrund. Und wenn ich die Melodie dann toucht und dann auch noch eine Message damit verbunden ist, dann hat es diese Magie. Ja, und das macht irgendwie einen Unterschied zu reinem Entertainment. Eine andere Frage, wie bist du heute angereist? Wie bin ich angereist? Von wo kommst du gerade? Ich komme aus Italien. Ja, wir hatten gestern ein Konzert in Venedig. Schön. Und wir sind mit dem Flugzeug angereist. Okay, wie stehst du zum Flugzeug generell? Ab einem gewissen Zeitplan gibt es wahrscheinlich kaum andere Möglichkeiten mehr, oder? Also sich jetzt in die Bahn zu setzen für 40 Stunden ist natürlich nicht drin. Also wir werden einfach immer mehr. Erst noch früher bei uns Erdkundeunterricht, Gericke, oder wie hieß der Atlas? Dirke. Gericke, ja? Fast. Fast, ne? Ja. Zicker, ja, genau. Da waren noch irgendwie 4,6 Milliarden Erdbewohner und jetzt sind wir bei 7 oder so. Mehr. Ja. Und ich glaube auch im Luftraum ist auch immer mehr Bambule und so. Und das ist schon ein Ding, wo man einfach ein bisschen drauf gucken muss. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall Wege. Aber das ist immer das Problem, dieser Zwist zwischen Economies und grünem Bewusstsein. Was sind so die Sachen in deinem privaten Leben vielleicht auch, wo du sagst, da setze ich mich jetzt wirklich ein, da mache ich was. Da lebe ich bewusst für die Natur. Also ich bin jemand, der einfach die Natur sehr, sehr zu schätzen weiß und der auch in seinen Songs davon spricht und der auch irgendwie mit meinen Kindern irgendwie, ja, ich gehe immer in die Natur. Die Natur ist das Schönste irgendwie, ob das ein Wald ist, ein Herbstwald oder ob das das ganze Umfeld ist, und mich regt es tierisch auf, wenn du an einem schönen Ort bist und da irgendwie eine Plastiktüte ist. Ich finde, Plastik ist einfach ein Riesenthema. Ja. Und das ist das irgendwie, also ich nehme keine Plastiktüten aus dem Supermarkt zum Beispiel. Ich bin jetzt kein Mülltrenner. Darf ich eigentlich nicht sagen, aber ich glaube, es wird nachher sowieso wieder zusammengeschmissen, auch wieder aus den Economies.
Aber ich achte schon immer mehr drauf und ich merke einfach, dass ich einfach mit mir im Einklang sein will. Hast du ein Fahrrad oder fährst du gerne Fahrrad? Ich habe ein Fahrrad, Gazelle. Okay. Ja, ich bin voll der Gazelle-Man. Ja, schick, oder? Na klar. Ja, auf so einem Oldschool-Sattel und so. Cool, sehr schön. Der ist noch ein bisschen hart, aber der fährt sich bald ein, habe ich gehört. Neues Fahrrad. Ja. Okay, ja, schön.